So, yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute, Leute, heute kommt endlich mal das Video, was ich vor, glaube, 1,5 Monaten oder so auf Instagram gepostet habe. Und zwar das FAQ. Ihr dachtet sicher schon, es kommt nie mehr, aber es kommt heute. Gut, Leute, dann fangen wir direkt an und ja, als Special beantworte ich heute, glaube ich, 23 Fragen oder so sind es unter dem Bild. Und ja, genau, weil er so lange warten musste, jetzt haue ich einfach alle raus. So, Leute, die erste Frage kommt von Vanessa Berti und sie fragt, wann oder kannst du mal wieder eine Challenge machen? Natürlich kann ich mal wieder eine Challenge machen, wenn draußen mal wieder geiles Wetter ist und mir eine geile Challenge einfällt. Und ja, genau. Dann kommt auf jeden Fall mal wieder eine, weil die letzte, die hat ja irgendwie, die ist immer voll in die Hose gegangen. Dann, Mama sagt, du bist doof. Er schreibt, Danny, du Hurensohn. Geile Aktion von dir. Mich nennt man eigentlich gar nicht Danny. Mich nennt man, wenn dann Dani. Ich glaube, du bist auf dem falschen Kanal. Du sollst eigentlich zu Danny Burnage. Dann Luisa FL fragt, was ist deine Lieblingssportart? Ja, also Sportart, wenn jetzt Motorradfahren dazu zählt, dann ist das auf jeden Fall meine Lieblingssportart. Und sonst halt Fußball, so hobbymäßig spiele ich noch, im Verein spiele ich jetzt nicht mehr, Leute. Und ja, das war's eigentlich schon. Sonst gehe ich noch ins Fitnessstudio, aber das war's auch schon. Vierte Frage, Leute. Kommt von Jenny 2003 und sie fragt, bist du oft genervt von deiner Schwester? Ja, auf jeden Fall oft genug. Die fünfte Frage, Leute. Fünfte Frage kommt von wiki-de und sie fragt, was magst du mehr, Hunde oder Katzen? Ich mag auf jeden Fall Katzen mehr, weil, keine Ahnung, die sind irgendwie viel chilliger. Hunde, habe ich so schlechte Erfahrungen damit gehabt. Keine Ahnung. Katzen sind auf jeden Fall chilliger. Dann die nächste Frage kommt von semi-web und sie fragt, oder ja, ich weiß es nicht, was ist dein Lieblingsland? Ich habe eigentlich kein Lieblingsland und ja, keine Ahnung. Im Urlaub bin ich eigentlich meistens in Kroatien, da fahren wir jedes Jahr hin halt. Und ja, genau, sonst bin ich noch nicht viel rumgekommen. Der echte Lindemir fragt, wann kommt unser Video? Ja, du, das ist eine sehr gute Frage, wir sollten halt mal eins aufnehmen, dann könnten wir auch eins machen. Oder dann könnte man es auch hochladen. Genau, Digga. Dann Jan Niklas, irgendwas. Fragt, was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist, keine Ahnung, rot, blau. Also so eine richtige Lieblingsfarbe habe ich jetzt nicht. Die Farben sind chillig halt. Samuel Barth fragt, fängst du mit Streamen an? Und ja, Digga, keine Ahnung, so richtig zum Streamer oder so zu werden. Keine Ahnung, ob ich das werde. Auf jeden Fall habe ich halt letztens mal mit der PS4 probiert, so über Twitch dann zu streamen. Das hat auch perfekt geklappt, also von dem her, so ein Stream könnte man schon mal machen. Ist halt dann ohne Facecam. Und ja, das mit der Elgato, wie man streamt, habe ich keine Ahnung irgendwie. Habe ich mich noch nicht damit befasst. Genau, Digga, deshalb. So über PS4 kann ich schon gerne mal streamen, wenn da auch welche dabei sind dann. Und zuschauen, dann kann ich das mal an. Keine Ahnung, Alter. Was ist das schon wieder für ein komischer Name? Er fragt auf jeden Fall, was ist dein Lieblingsessen? Lieblingsessen ist auf jeden Fall Pfannkuchen oder Pizza. Also, besten Sachen einfach. Dann CR7-Babo fragt, wer ist dein Vorbild und warum? Ich habe eigentlich nicht so ein richtiges Vorbild. Ja, ich mache mein eigenes Ding und da passt es. Dann kein Herz für Kevins fragt. Wann hast du dich das letzte Mal eingekackt? Digga, das ist privat. Das sage ich jetzt nicht. Manuel Manny fragt, was ist dein Lieblingssong oder was für eine Art von Liedern hörst du? Also mein aktueller Lieblingssong ist auf jeden Fall Shots and Squads, keine Ahnung, von Wiggyland oder so, glaube ich. Keine Ahnung gerade. ja, genau. Das ist auf jeden Fall mein Lieblingssong und so Musik höre ich eigentlich auch, also so Zeug halt. Dann Milazzo-Junior11W. Zock mal wieder Black Ops 2, ja, kann ich auf jeden Fall machen. Dann CR7-Babo fragt wieder, was lebst du mit
mit deinen Eltern oder alleine? Also Digga, ich bin noch 16. Ich lebe natürlich alleine. Ew, wahrscheinlich, oder? Ne, Digga, Alter, ich lebe noch bei meinen Eltern, natürlich, Alter. CR7-Babo fragt, wann kommt das nächste Video? Genau jetzt, wenn du das angeschaut hast, dann kam es hoch. Der echte Linnemer fragt nochmal was. Und zwar, wieso eigentlich Flankenbeuteschlinge? Sehr gute Frage. Und zwar, ja, als ich früher immer mit den Dorfkumpels, keine Ahnung, mit meinen ganzen Kumpels halt auf dem Sportplatz bei uns Bolzen war, da haben die mich irgendwann einfach Flankenbeut genannt. Dann habe ich das als Gamertag benutzt auf der PS3. Dann dachte ich mir so, ja, mir fällt kein besserer Name ein. Ich nehme es jetzt einfach als YouTube-Kanal-Namen. Und ja, genau. Dann kam das dabei raus, Leute. Und jetzt heiße ich halt so. Luca-Suda. Was spielst du alles für Spiele? So, momentan spiele ich eigentlich nur Black Ops 3 und GTA 5. Sonst noch Black Ops 2 und vielleicht Need for Speed oder so, aber mehr auch nicht. Dann war es das für das Video wieder mal. Lasst einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Und ja, heute mal ein bisschen andere Perspektive. Ich hoffe, es hat nichts ausgemacht, weil ich finde jetzt keine bessere Position für so eine Kameraperspektive, Leute. Ja, weil da kann ich irgendwie schlecht die Kamera hinbauen, anbauen, keine Ahnung was. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, Leute. Haut rein und ciao.